Hallihallo, ihr Lieben, hier ist wieder mal eure Heißluftfee. Und heute mache ich auf Wunsch von Name vergessen. Ich mache auf Wunsch eines unserer lieben Stammzuschauer Rosenkohlauflauf aus der Balta XXXL und aus der Princess XXL. Und wie ihr seht, ist das super lecker geworden. Aus beiden kann ich nur empfehlen. Und wie ich das jetzt mache, das zeige ich euch jetzt, ihr Lieben. Ja, was brauchen wir jetzt dafür? Ich habe hier jetzt 1,2 Kilo geschälte Kartoffeln. Also abgewogen nach dem Schälen und die ein bisschen klein gemacht. Nicht nur gehälftet oder geviertelt, sondern richtig ein bisschen klein geschnitten. Wir haben 500 Gramm ungefähr an Rosenkohl. Wir haben 500 Gramm gehacktes, eine große Zwiebel, ein bisschen Reibekäse. Nachher für die Soße, für die Mehlschwitze haben wir Butter, 3 Esslöffel Mehl und Milch und Schmand. Und für das Gehackte zum Würzen Paprika, Pfeffer, Salz und nachher ein bisschen Kümmel, damit das nicht ganz so blähend wirkt. Ich habe jetzt die Kartoffeln in den Mixtopf gegeben, in dem Garkörbchen. Wasser habe ich so ungefähr drin, dass unten der Mixer völlig bedeckt ist von Wasser. Und den Garkorb recht voll gemacht. Da kommt jetzt der Deckel drauf. Schön fest zumachen. Dann haben wir oben in dem Korb und in der unteren Partei habe ich jetzt die Kartoffeln und dann kommt noch mal eine Schicht Rosenkohl drauf. Das setze ich jetzt hier oben drauf und den Deckel. Es ist ganz leicht gesalzen und dann stellen wir hier die Gradzahl ein, 120 und die Zeit machen wir jetzt auf 20 Minuten und auf 1 lassen wir das laufen. Damit gare ich so ein bisschen den Rosenkohl, der noch gefroren ist, und auch die Kartoffeln leicht vor. In der Zwischenzeit werde ich jetzt das Gehackte mit der kleingeschnittenen Zwiebeln und den Gewürzen vermischen und anbraten und hole euch dann gleich wieder dazu. Das Gehackte ist jetzt angebraten und nebenbei mache ich jetzt so 2 Esslöffel Butter in einen kleinen Topf und mache jetzt eine Mehlschwitze mit 2, 3 Esslöffeln Mehl, so ganz nach Geschmack, dass es sämig ist und warte so ein bisschen auf unser Gemüse, unser Rosenkohl und unsere Kartoffeln brauchen noch 5 Minuten ungefähr. Und dann benutze ich das Gemüsewasser ein wenig mit der Milch zusammen und hole euch gleich wieder dazu. Jetzt haben wir die Mehlschwitze hier. Da gebe ich jetzt ein bisschen Milch hinzu und gleich auch das Wasser vom Gemüse, vom Rosenkohl und den Kartoffeln. Immer abwechselnd, bis ich eine schöne sämige Soße habe. Ich schmecke das jetzt natürlich mit ein bisschen Pfeffer, Salz und hier auch mit Muskatnuss ab. Es wird schon sehr zäh. Ein bisschen kann ich noch verdünnen, aber dann reicht es auch, dass es nicht zu flüssig ist. Kann auch stark gewürzt sein, wenn ich meine Kartoffeln und Rosenkohl aus dem Thermomix-Ersatz habe, also aus meiner Küchenmaschine.
weil da ganz oft das ja nur gedämpft und gedünstet ist. Es liegt ja nicht im Wasser, die Kartoffeln und der Rosenkohl. Und so wäscht sich das so ein bisschen mit dem Dampf immer ab. Das Gewürz von Salz, das ist immer so ein bisschen schwach dann immer. Deshalb vorsichtig erstmal abschmecken und dann ruhig die Soße kräftig im Gewürz haben. Wenn ich das soweit fertig habe, kommt dann noch dieser eine Becher Schmand mit ran. Ne? Jetzt geben wir das Gehackte wieder noch dazu, das Angebratene. Verrühren das gut. Und widmen uns jetzt unseren Töpfen, die wir nun befüllen wollen. Erst einmal eine Schicht Kartoffeln. Ich mache zwei Töpfe, damit wir gucken können im Vergleich zur Princess. Ach, gelogen. Eigentlich reicht für vier Personen ein dieser kleine Topf nicht ganz. Es sei denn, ich befülle ihn über den Rand hinaus. Und das möchte ich jetzt auch nicht unbedingt. Auch der Vergleich finde ich ganz schön, wenn man doch noch mal gucken kann. Okay, darauf kommt jetzt der Rosenkohl. So, der hätte jetzt gut für einen gereicht, aber für zwei ist es jetzt ein bisschen wenig. Also das nächste Mal ruhig mehr nehmen. Da kann ich ruhig gut das Doppelte nehmen. Weil eigentlich geht es ja hauptsächlich um den Rosenkohl. Aber dadurch, dass ich das jetzt aufteile, sieht es ein bisschen wenig aus, ne, ihr Lieben? So, jetzt kommt die Soße drüber. Nee, Quatsch, erst müssen wir den Kümmel drüber. Ein bisschen Kümmel über den Rosenkohl geben und dann machen wir die Soße drüber. Und zu guter Letzt haben wir jetzt hier noch Streukäse drüber gemacht. Da könnt ihr wieder nehmen, wonach euch gelüstet. Ich glaube, ich habe jetzt hier wieder Gouda, doch so ein Pizzakäse oder Emmentaler. Ganz nach eurem Geschmack. Man kann das natürlich auch vegetarisch machen. Man kann das Gehackte weglassen. Man kann, wenn man Kochschinken hat, natürlich auch Kochschinken benutzen. Was auf jeden Fall gut ist, wäre mehr Rosenkohl. Ihr Lieben, aber ich habe das jetzt aufgeteilt. Wir machen das jetzt in die Princess und in die Balta XXXL. Und dann gucken wir mal, wie ich so die Einstellungen mache. Jetzt haben wir es erstmal in der Princess XXL. Und ja, sie spinnt immer noch, aber das ist ja jetzt egal. Sie funktioniert ja trotzdem. Ich würde 175 Grad 10 Minuten machen und dann danach noch mal reinschauen. Die Balta braucht länger, weil, wie ihr ja wisst, sie gleich runterzählt. Also auch hier mache ich sie rein. Und nehme auch 175 Grad und mache aber 14 Minuten. Sie muss hier erst ein bisschen aufheizen. Und dann schauen wir gleich mal. Gucken wir hier einmal rein. Schon ganz gut aus. Aber ich würde gerne noch mal 5 Minuten drauf geben, dass es noch ein bisschen geröstet da oben ist. 5 Minuten oder 4, sie heizt ja vor. Machen wir ein bisschen heißer, 180 und 4 Minuten. Jetzt hat die Balta gepiepst und jetzt gucken wir hier auch mal rein. Das sieht aber auch schon sehr gut aus. Aber auch hier würde ich gerne noch ein bisschen Zeit zugeben. Ruhig auch noch mal. Sie muss erst aufheizen auf die 180. 180. Ich brauche jetzt ein bisschen länger. Machen wir 6.
Zack. Die Princess XXL ist jetzt fertig. Oh, und das sieht lecker aus. Und das duftet. Hier brauchen wir noch kurz 4 Minuten. Ich muss dazu noch mal sagen, wer das erste Video nicht gesehen hat, die Walter hat einen größeren Garraum, einen viel größeren Garraum und braucht deshalb natürlich ein ganz klein wenig mehr Zeit, um diesen Raum auch zu beheizen. Dazu läuft sie von Anfang an herunter von der Zeit, während die XXL erst herunterläuft mit der Zeit, wenn die Temperatur erreicht ist. Jetzt warten wir noch auf die Walter, vergleichen das und ich tue auch gern einmal auf und probiere von beiden. Dazu nehme ich jetzt gerne wieder so einen Back- und Grillhandschuh aus Gummi. Die habe ich unter meinen Videos immer verlinkt. Damit kann man das schön anfassen, wenn es heiß ist. Und rausholen und abstellen, ne? Jetzt ist auch die Walter fertig. Sie hat ganz leise gepiept. Und das gucken wir uns jetzt gleich einmal an. Ja, das sieht gut aus. Das sieht lecker aus. Der passt hier auch recht gut rein. Jetzt machen wir das hier mal nebeneinander. Tja, also viel bösen Unterschied oder guten Unterschied kann ich hier jetzt nicht so wirklich erkennen. Das ist schon recht ähnlich. Ich bin gespannt, wie die Kartoffeln und der Rosenkohl durch sind. Denn sie waren ja noch, der Rosenkohl war ganz am Anfang noch leicht eingefroren, leicht angetaut. Die Kartoffeln normal geschält und dann gedünstet. Das ist jetzt von der Princess XXL. Ich schneide mal einen Rosenkohl an. Es ist noch ein bisschen fest. Aber ich probiere mal. Heiß, aber es geht. Ist bissfest. Also wer es ganz durch mag, und der müsste jetzt vielleicht doch noch mal 5 Minuten draufsetzen. Aber die Kartoffeln lassen sich sehr schön anpieken und die probiere ich eben auch. Mhm. Lecker. Mit der Soße. Mhm. Sehr lecker. Ist nicht matschig durch. Bissfest, lecker, gut gewürzt. Und jetzt probieren wir das mit der Walter. Das schneide ich nochmal an. Zeige ich euch auch nochmal. Mhm. Wird von der Konsistenz sagen, ist dieselbe, bissfest. Die Kartoffeln beim Reinpieken kommt mir gerade ein bisschen weicher vor. Mhm. Und die Kartoffeln sind mehr durch. Vielleicht auch ein ganz klein bisschen der Rosenkohl. Ich probiere es nochmal. Der ist ein bisschen weicher hier in der Walter.
haben wir ja jetzt auch ein bisschen mehr Zeit drauf gegeben, eigentlich zum Erhitzen, um die Temperatur zu erreichen. Aber vielleicht hat es das doch jetzt ein bisschen ausgemacht. Ihr Lieben, so lecker. Ein Rosenkohlauflauf aus der Heißluftfritteuse, aus der Princess und aus der Balta XXXL. Lecker, lecker, lecker. Viel Spaß beim Nachmachen, ihr Lieben. Eure Heißluftfee.